Wenn du es dir im Alltag einfach machst, dann ist für dich immer alles positiv oder negativ. Aber wie läuft das bei den Elektronen? Was man unter Elektronegativität und polare Bindungen versteht, das siehst du jetzt. Was ist Elektronegativität? Klären wir zuerst einmal die Definition. Unter Elektronegativität, welche auch mit EN abgekürzt werden kann, verstehen wir ein Maß dafür, wie stark Atome eines Elements gemeinsame Bindungselektronen anziehen. Das Atom mit der höheren Elektronegativität zieht die Elektronen in einer Bindung näher zu sich. Um das zu verstehen, können wir einen Vergleich zum Tauziehen herstellen. Zwei Personen ziehen an einem Tau. Wenn eine der beiden Personen stärker ist, zieht sich das Fähnchen, welches sich in der Mitte des Taus befindet, näher zu der stärkeren Person hin. Genauso kann man das auch auf die Teilchenebene übertragen. Jedes Element besitzt eine unterschiedlich gesetzte Elektronegativität. In dieser Tabelle hier sehen wir einen kurzen Überblick über die Elektronegativität der Elemente. Diese nimmt, wie man sehen kann, innerhalb einer Periode von links nach rechts zu. Und sie nimmt innerhalb einer Gruppe, also von oben nach unten, ab. Wir sehen, dass Fluor, kurz F, welches sich rechts oben befindet, aus diesem Grund die höchste Elektronegativität mit 3,98 besitzt. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum Helium, kurz He, sich nicht rechts oben befindet. Das liegt daran, dass die Gruppe der Edelgase bereits ein Oktett besitzt und somit keine Verbindungen mehr eingeht. Wenn zwei unterschiedliche Atome durch ein bindendes Elektronenpaar miteinander verbunden sind, werden die Elektronen also immer zum elektronegativeren Atom hingezogen. Somit ergibt sich eine asymmetrische Ladungsverteilung. Diese Bindung wird dann polar genannt. Die Polarität der Bindung hängt davon ab, wie stark die Elektronen von dem Atom angezogen werden. Es kann auch vorkommen, dass zwei gleiche Atome in einer Bindung stehen. Jetzt ist es ja logisch, dass beide gleich stark an den Elektronen des bindenden Elektronenpaares ziehen. Somit entsteht eine symmetrische Ladungsverteilung. Hier sprechen wir von einer unpolaren Bindung. Es gibt jedoch auch Bindungen, deren Elektronegativität sich kaum unterscheidet, deshalb können wir dann nicht mehr von einer polaren Bindung sprechen. Wie finden wir jedoch heraus, ob die Elektronegativität sich ausreichend unterscheidet, um eine polare Bindung zu haben? Dafür benötigen wir die sogenannte Elektronegativitätsdifferenz. Wie der Name schon sagt, bilden wir die Differenz der beiden Elektronegativitäten. Dazu ziehen wir ganz easy die beiden Werte voneinander ab. Wir schreiben auf, Delta En ist gleich der Betrag von der Elektronegativität des ersten Elements minus der Elektronegativität des zweiten Elements. Wenn wir die Differenz also berechnet haben, müssen wir entscheiden. Und dafür gibt es Entscheidungsregeln. Insgesamt gibt es drei Regeln. Wenn die Elektronegativitätsdifferenz kleiner als 0,4 ist, dann liegt eine unpolare Elektronenpaarbindung vor. Wenn sie zwischen 0,4 und 1,7 liegt, ist die Elektronenpaarbindung polar. Wenn sie jedoch größer als 1,7 ist, liegt gar keine Elektronenpaarbindung vor, sondern eine Ionenbindung. Gönnen wir uns dazu mal ein paar Beispiele. Nehmen wir das bekannte Kochsalz Natriumchlorid, kurz NaCl. Natrium hat eine Elektronegativität von 0,93 und Chlor eine Elektronegativität von 3,16. Somit liegt die Elektronegativitätsdifferenz bei 2,23. Da sie größer ist als 1,7, liegt hier eine Ionenbindung vor. Wenn wir Wasserstoff, kurz H2, nehmen, sehen wir schon direkt, dass hier zwei Wasserstoffatome vorliegen. Diese besitzen die gleiche Elektronegativität von 2,2. Was machen wir dann? Na klar, die Differenz beträgt 0. Also liegt hier eine unpolare Bindung vor.
Als letztes Beispiel haben wir eine OH-Bindung, also eine Bindung aus Sauerstoff und Wasserstoff. Elektronegativität von Sauerstoff ist 3,44 und von Wasserstoff 2,2. Die Differenz ist also 1,24. Da dies kleiner als 1,7 ist, ist die Bindung polar. Und das war's auch schon mit den drei Fällen und dazugehörigen Beispielen. Mehr zu den polaren und unpolaren Molekülen findest du in diesem Video hier links und natürlich in unserer Playlist. Also einfach drauf tippen. Abonnieren und Video an Freunde teilen freut uns sehr und bis bald. Ciao.